Puh, ganz schön anstrengend, so ein bisschen dancen, wa? Findest du nicht? Du kannst gar nicht sprechen, so krass außer Atem. Wir haben das schön gemacht. Lambi hätte uns auf jeden Fall bestimmt gefragt, ob der Winter hart war für uns. Lieber Andi, worüber reden wir denn heute? Lieber Andi, sag es doch in die Kamera. Also, wir reden heute über über Let's Dance reden wir heute. Ach so. Wow. Was dachtest du denn? Weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie so ein Kinderlied. Nee, wir reden heute über Let's Dance. Das allseits beliebte Let's Dance ist back auf RTL, die beliebteste Show im deutschen Fernsehen zurzeit. Ist das so? Ist so, ja. Nein. Beliebteste Show, beste Einschaltquoten, alles ist Bombe. Wow. Würdest du denn bei Let's Dance mitmachen, lieber Chris? Ja. Ich befürchte nur, ich wäre... Ich bin nicht so... Bist nicht so tänzerisch? Ich bin... ja, doch. Also man sagt ja, wie man tanzt, so ist man im Bett. Und dadurch, dass ich wahnsinnig gut im Bett bin, wäre ich natürlich auch ein großartiger Tänzer. Ja. Aber ich glaube, so Standarddinger, es ist nicht einfach. Ich glaube, man braucht wirklich, für Let's Dance brauchst du mehr Mut, als wenn du ein Dschungelcamp gehst. Oh, echt? Meinst du? Findest du nicht? Ich glaube, du kriegst da so einen super Profi an die Seite gestellt. Da bist du auf jeden Fall gut im Futter. Wie findest du die Profis, die Mädels? Ja, die Mädels finde ich gut. Gil Oferim findet die auch ganz gut, habe ich gehört. Ja, Hast du das mitgekriegt? Ja. Er sagt dazu jetzt gar nichts mehr, ne? Keiner. Nein, es wird nicht mehr drauf eingegangen. Nein, das er hält sogar Daniel Hartwig den Mund zu. Nein, das hat er gemacht. Hat er gemacht, als er ihn gefragt hat, wie sieht es denn aus mit Ekaterina? Glaubst du, die Frau weint immer, wenn sie ihn sieht im Fernsehen mit ihr tanzen? Ja. Wollen wir mal eine Geschichte spinnen? Hatten die was miteinander? Wer? Die Frau von Gil und Gil? Ach so, ich dachte, sie. Ah ja, okay. Nee, Ekaterina und Gil, hatten die was miteinander? Böse Zungen behaupten, da ging ganz schön was ab. Ja? Würstchen ins Brötchen, Handbewegung? Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Wird behauptet, glaubst du das? Ich glaube das auch. So böse Zungen. Ja, böse Zungen. Ich glaube auch, dass da was hätte gehen können. Ich glaube aber auch, dass es dann so war, dass Gil gesagt hat im Nachhinein, ist jetzt aus hier vorbei, ich rede da nicht mehr drüber und das ist jetzt auch komplett Ende hier. Zu wem hat er das gesagt? Zu Ekaterina. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch so gerade ein bisschen so Eiszeit zwischen den beiden. So. Wir müssen jetzt ab und zu wieder miteinander tanzen, weil es gibt auch Kohle und so. Ja. Aber glaubst du, die machen richtig Schotter? Ich glaube, da ist eine Menge Hass involviert mittlerweile. Oh, echt? Ja. Ich glaube, da ist dem ganzen Druck wird freigelassen abends immer mit Ekaterina. Also. Naja, beim Tanzen. Beim Tanzen natürlich. Naja, ist doch klar. Wo sonst? Naja, eben. Würdest du bei Let's Dance mitmachen? Oh, ich finde Tanzen generell so Standard und sowas nicht so natürlich. Ich bin so mehr so der natürliche Typ und deswegen finde ich das immer so ein bisschen... Du bist ja so der Hip-Hopper auch, ne? Auch, ja. Traubenstampfen, so wie Jessica Paschka. Eher so. Ja? Ja, eher so. Deswegen, also ich finde es dann immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mir richtig Spaß machen würde. Ich glaube, mir würde es nicht so richtig Spaß machen, wenn ich so eine Choreo einfach so abfahre mit der dreimal den und klatschata. Erstmal finde ich es super schwer, aber ich glaube, macht mir auch keinen Spaß. Ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr verkrampft in der ganzen Sache, weil es ist, glaube ich, wirklich schwer. Ich glaube, das ist so richtig schwer. A, du weißt, da gucken Millionen Leute zu. Oh, B, da sitzt auch wirklich ein Riesenpublikum drum. Mhm. Ich weiß es nicht, Aber ich meine, guck mal, du übst eine Woche lang. Du übst eine Woche lang von morgens bis abends und hast einen Profi neben dir und hast eine Tanzschule nur für dich. Ja. Glaubst du, es ist nicht so schwer, dann mal ein bisschen was rüber zu hoppeln? 90 Sekunden. Und wenn du dir die Insta-Stories von Jessica Paschka anguckst. Ja, mache ich ja nicht. Ich auch nicht. Mhm. Ja, aber sie den ganzen Tag, ne? So tanzt man? Nee, so macht sie immer. Warum? Ich weiß nicht, warum sie das macht. Das ist ganz, ganz krasses Teil. Ich habe mir überlegt, mal eine Woche das auch durchzuziehen. Jeden Tag einmal so ein Jessica Paschka-Move. Okay. Ist richtig krass. Also sie macht das auf jeden Fall von morgens bis abends, geht dann ins Hotel, schläft und morgens wieder das Gleiche. Also so sieht ihr Tagesablauf aus. Ja, ich meine, ja. Dann 90 Sekunden mal am Freitag da runter zu rotzen, vielleicht schafft man es doch. Vielleicht schafft man es doch.
Ich weiß nicht, wir können uns ja hiermit bewerben. Okay, machen wir das. Okay. Lieber Herr RTL, wir würden sehr gerne bei Let's Dance mitmachen. Vielleicht gibt es ja mal so eine Zwillingsgeschichte oder so, wo wir sehr gut reinpassen würden. Oder das YouTube-Special oder das Idioten-Special oder das Ugly-Special oder unfähig, irgendwas überhaupt auch nur hinzukriegen-Special. Wir würden eigentlich in relativ viele Specials passen. Danke, Herr RTL. Wollen wir kurz zu den Kandidaten kommen? Wir gehen hier auf der offiziellen rtl.de-Seite, sponsored by RTL, na egal, können wir mal die Reihenfolge abgehen. Als erstes ist die Schauspielerin Julia Dietze. Was sagst du? Ja, ich dachte, das heißt, also aus dem Amerikanischen heißt es ja Dancing with the Stars. Dancing with the Stars, yes. Ja, aber why is no star? Ist Julia Dietze ein Star? Julia Dietze ist in derselben Soko München-Folge zu sehen wie ich. Also wenn sie kein Star ist, dann weiß ich auch nicht. Ist mir ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt nicht wusste. Ja. Ja, ich kann, du hast doch... Ich habe die noch nie gesehen, habe die auch noch du nie hast, von der gehört. Hast du noch nie gesehen? Sie. Die Julia aber du hast Dietze. Doch meine Soko München-Folge geguckt, die aktuelle. Ja. Ja. Die gucke ich mir jeden Tag an. Ja. Ja, okay, gut. Macht sich aber gut, glaube ich, ne? Ja, sie wird sehr gelobt. Ja, also sie hat es drauf, aber ja. Würdest du? Nee, die ist mir viel zu dünn. Die ist mir viel zu dünn. Und stehst ja auch so dicke, ne? Deswegen machst du es mit mir, oder? Ja. Also die Show. Show. Richtig. Und du? Wie findest du so Julia Dietze? Nee, würde auch nicht. Sexuell? Nee. Nee, bin ich bei dir. Ist mir auch, ist mir auch zu dünn. Der alles was zählt Schauspieler Bela Klenze. Bela Klenze, ich fand, der war ja ein bisschen Beef zwischen Lambi. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Zwischen Bela und Lambi, ja, also auf jeden Fall. Lambi hat ihn irgendwie als Eisberg von der Titanic irgendwie gesagt, er ist ganz eiskalt und rafft nichts. Da muss irgendwas, da bin ich mir... Aber so richtig persönlich fand ich das. In beiden Shows, in der Kennenlernen-Show schon und jetzt in der ersten Folge auch schon. Ja. Und natürlich auch in der zweiten Show natürlich auch wieder. Ja. Da und muss in der Show von gestern? Ja, erst recht. Also es muss irgendwas vorgefallen sein. Das ist was Persönliches, was da zwischen Bela und Lambi läuft. Ist vielleicht ein bisschen ungerecht, dass der Lambi da seine Position so ausnutzt. Wobei ich sagen muss, der Dance von ihm ist ja jetzt auch nicht allerhöchste Kaliber. Nee, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das besser machen würde. Ja, ich auch nicht. Also ist ein hübscher Mann. Na, heirate ihn doch. Ja, aber dann würdest du ja tierisch eifersüchtig sein. Glaubst du bei... Iris Mareike Steen ist. Hätte ich übrigens bis dahin, bis dieser Show, habe ich immer gedacht, ja, sie Steen heißt. Ich finde, das ist so ein Künstlername. Iris Mareike Steen. So wie so ein 80er Jahre. Iris Mareike Steen ist so ein 80er Terminator-Name, finde ich. So Steen heißt Steen. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Echt? Ja. Ich finde, die macht eine super Figur. Ja? Ja, total. Aber wir reden jetzt nicht über die Playboy-Fotos. Nein. Wir reden jetzt über das Aktuelle. Also, du bist wirklich, Fan, ja. Quasi Fan. Also wenn die hochgeschlossene Kleider mit langen Ärmeln und langen Kleider, da finde ich sie sehr hübsch drin. Also die muss man erst mal tragen können. ist es so dezentes Mobbing gerade oder bist du verliebt? Ja. Und drehst es deswegen scheiße. Das muss jeder selbst entscheiden, was das hier ist. Ich will dich küssen, Alter. Das ist der Hammer. Würdest du Mareike Steen küssen? Ja. Iris? Würde ich küssen, ja. Ja? Würdest du sie nicht küssen? Hochgeschlossenes Kleid. Hör doch mal auf, da immer hinzugucken. Ja, guck doch mal die Zuschauer an. Ich gucke die Zuschauer an. Ich gucke aber auch sie an. Sie lacht mich da so an. Ja. Wie so ein Harry Potter-Bild. Das zur Zeit lacht. Ja. Okay. Kommen wir zu deiner großen Liebe. Ich weiß ja, dass da sehr viel Feuer in deinem Herzen und in deinem Penis lodert. Jessica Paschka. Oh, Jessie. Die gute Jessie. Da brauche ich nicht fragen, ob du sie küssen würdest. Nee, brauchst du nicht. Es ist krass. Ich bin jetzt schon so dadurch, dass sie auch 700 Insta-Stories pro Tag macht. Ja. Ja, oben diese kleine Leiste. Okay. Hat sie einen bestimmten Blick oder einen bestimmten Move drauf? Ah, okay. Ja, okay. Es ist eine tolle Frau und die ist ein bisschen unsicher, ja. Die hat jetzt in der Insta-Story gesagt, exklusiv, hat sie gesagt, ja, ich finde ja, dass ich im Fernsehen so ein bisschen moppelig bin und deswegen, aber eigentlich habe ich heute Morgen gesehen, dass ich Bauchmuskeln habe und da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Da habe ich erstmal geantwortet in der Insta-Story. Habe ich wirklich gemacht. Habe ich wirklich gemacht. Habe ihr geschrieben, stimmt, du siehst moppelig aus im Fernsehen, aber es ist nicht so schlimm, weil bist du ja nicht.
Hat sie nicht drauf geantwortet. Hat sie nicht drauf geantwortet? Nee. Da ist es doch nett, was zu sagen. Ich finde total nett, was ich gesagt habe. Total. Hat sie nicht drauf geantwortet. Das ist mir unerklärlich. Aber das siehst du mal, dass diese ganzen Fitness-Ladies hier, Jessica Paschka und auch hier später Charlotte, ja, ja, dass die so viel Fitness machen, dann im Fernsehen dann doch schon ein bisschen moppelig aussehen. Ja. Ne? Also, es ist aber nicht, auf übertrieben hohem Niveau. Ja, aber das ist ja nicht nur Fernsehen. Auch, also, es ist generell Kamera. Also, YouTube macht ja auch dick. Wir sind ja eigentlich Size Zero. Ja, eigentlich schon. Ja. Und jetzt, manchmal sehen wir, als ob wir 10 Kameras gegessen haben. Ja, ja, ja. Und direkt davor, ja. Ja, aber ja. Nee. Aber böse Zungen würden auch behaupten, dass die Fotos von unter anderem Jessica Paschka einfach tierisch gefotoshoppt sind. Meinst du? Das sagt ja nicht ich. Nee, weiß ich. Oh, aber... weil da ist ja schon ein Unterschied zu sehen. Das weiß ich nicht. Das würde ich ihr jetzt nicht unterstellen. Also, ich glaube, die ist das Fake News, ja. Ich glaube, die labern Scheiße und Jessie ist eigentlich wirklich wunderschön. Gut. Ich bin gespannt. Vielleicht antwortet sie dir noch. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Und da kommen wir zu einem richtigen Superstar. Also, den habe ich ja vorher, habe ich ja ständig seine ganzen Sendungen geguckt und das ist der gute Chakal. Ja. Kanntest du ihn? Nein, noch nie gesehen. Wirklich nicht mal. Also man sagt ja immer so, ja, schon mal irgendwo wahrgenommen. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ich auch nicht, noch nie gesehen. Und der ist Koch. Der hat Haare. Also wenn wir uns mit einer Sache auskennen, ist es mit Essen. Also. Der hat Haare und trägt immer diesen komischen Turban. Denkt er ist Lawrence von Arabien oder was? Ist er. Er denkt, er ist wirklich Oma Sharif. Ja, genau. Also ich verstehe es nicht. Ich kannte den nicht. Woher kommt er? Hast du irgendwas recherchiert? Ja. Hast du dich vorbereitet? Ist TV-Koch. Weltstar in Argentinien. Hast du mitgekriegt, dass der in Portugal übt? Ja. Und dass die Olle da immer hingekarrt wird? Ja, genau. Wie geht denn das? Ja. Tut dir die Tänzerin auch immer leid? Also, die den Affen kriegt? Also naja, weil er ist jetzt die ist ja offensichtlich kriegen, nicht als erstes rausgeflogen, aber... So als Tänzerin, ich glaube, sie ist auch noch neue Tänzerin bei Let's Dance, denkst du doch, oh, scheiße, Mann, direkt nach einer Show Schluss. Ja. Ich glaube, du findest das richtig kacke. Wie findest du denn, wie er das macht? Kannst du nicht schönreden. Da denkst du so, jemand, der aus so einem südamerikanischen Land kommt, dass der wenigstens ein bisschen was im Blut hat, aber der hat anscheinend nur Butter im Blut oder was weiß ich. Dafür hat er einen schönen Penis. Kommen wir von einem schönen Penis zum nächsten schönen Penis. Barbara Mayer, ist sie eigentlich transgen? Findest du? Nein, aber Mann, was soll ich machen? Ich konnte keinen anderen Übergang machen. Oh, da wärst aber dein Lehrer in der Moderatorenschule ganz schön traurig gewesen, ne? Ja. Barbara? Mayer. Germany's Next Topmodel-Siegerin der wievielten Staffel? Der vierten Staffel, habe ich einfach mal so behauptet. Oh, ich weiß auch nicht, deswegen glaube ich dir jetzt einfach. Aber ich wie findest du sie? Oh, ich glaube, die sehr sind unterkühlt. Ich finde Maschine. Maschine? Kommt mir maschinemäßig vor, so mit, ich gehe jetzt am Montag zum Dings und deswegen, ich glaube, die wird sich mausern, aber ich glaube, du brauchst beim Tanz brauchst du noch so Feelings und die kann, ich weiß nicht, ob die diese transportieren kann. Liegt es an den roten Haaren? Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt. Nö, kann gar nicht sexy sein. Kann sexy sein, ja. Bei ihr jetzt vielleicht nicht, aber, aber generell schon. Ich finde sie wirklich sehr unterkühlt. Sehr unterkühlt? Da ist nichts. Bela-Niveau? Da ist nichts Warmes. Also, Lambi, das ist das Krasse, da sagt Lambi das nicht, ne? Nee, da sagt das nicht. Ja. Ja, da ist irgendwas im Bach. Heiko Lochmann und Roman Lochmann. Warum sagst du die zusammen? Das sind Individuen. Ja? Das ist ja so, wie wenn du die, sagen ich kenne die nicht. Ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass die beiden den gleichen Nachnamen haben. Ja. Lochmann. Sind die verheiratet? Meine Chemielehrerin hieß Frau Lochmann, weißt du noch? Stimmt. Wie findest du die Lochis? Die Lochis? Ich habe ja in der letzten Folge meine Meinung schon gesagt. Ja, war ganz schön harter Tobak, den du da abgelassen hast. Hat auch Hate gekriegt. Ja, wie halt die ganzen Lochi-Fans sind zu uns gekommen, ey, haben ganz schön Sturm geklingelt. Ja. Jetzt müssen wir mal was in Liebes sagen über die Lochis. Dann fangen wir an, weil du hast ja auch abgeledert. Was ist mit den Lochis? Was Liebes, ne? Ja, was Liebes. Soll ich dir mal was helfen? Ja. Ja, ich glaube, die Lochis werden weit kommen, weil ihre Fans immer anrufen werden, egal wie sie tanzen. Ja, genau. Die haben es halt geschafft. Sie haben halt so eine richtige Lochi-Armee hinter sich, wenn man die so nennen will. Ja. Und wir haben aber die Talkies. Glaubst du, die Talkies würden gegen die Lochis gewinnen? Ja.
glaube ich. Auf jeden Fall, weil unsere Talkies wissen, wie man ein Telefon bedient. nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, die beiden kommen weit. Ich glaube auch, gerade in der ersten Show, als er dann da stand und oh, könnte er rausfliegen, es war sowas von klar, dass er nicht rausfliegt. Weil da rufen so viele Leute an für die Lobbys. Aber sind, ich meine, Lambi hat es gesagt, wissen nicht so richtig, was sie mit den Frauen machen sollen. Ne? Ja, glaubst du, die sind an Frauen interessiert? Also generell? Ich würde sagen, ja. Ja? Ja. Glaubst du, die würden sowas ausnutzen, wenn die da so Fans haben? Und so Sexpartys feiern oder sowas? Ich weiß nicht. Ich muss ja sagen, ich glaube ja, die beiden Tänzerinnen... Die haben schon mal... Genippt am Nektar? Ja. Ich glaube, ich finde, das sind die beiden Lochi-Tänzerinnen sind... Die haben mal das Lochi gezeigt. Das schäme ich mich ein bisschen. Nee, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob die Lochis weit kommen. Ich glaube, der Fanbonus wird auf jeden Fall durchhalten, aber... Gewinnen sie nicht. Nee, reicht nicht. Die Lochi-Armee wird nicht gegen ganz Deutschland. Nee, ganz genau. Aber wo wir gerade bei Favoriten sind, oder es würde reichen, ich fand bei der Kennenlernshow Ingolf Lück schon sehr, sehr, sehr sympathisch. Er hat es sehr sympathisch gemacht, sehr ironisch. Ist super charmanter Typ, fand ich richtig geil, wie Ingolf Lück sich in der ersten Show präsentiert hat. Und ja, ich würde mit ihm schlafen. Und würdest du ja wahrscheinlich auch heiraten. Ich höre schon mich Hochzeitsglocken. Du könntest singen auf unserer Hochzeit. Ja, welches Lied möchtest du? Das Let's Dance Lied. Nee, würde ich natürlich machen. Aber Ingolf Lück kam mir auch sehr sympathisch rüber, muss ich sagen. Super sympathisch. Und was? Zurück zu Lück. War das aus der Wochenshow? Ja. Ja, ich mag ihn irgendwie. Er ist irgendwie ein netter Typ und der nimmt sich nicht. Aber sie hypen ihn schon sehr, ne? Sie hypen ihn schon sehr. Sie geben ihm viele Punkte. Ja. Ich mag das, vielleicht sollte man ihn nicht zu sehr hypen, aber ich glaube, der kommt weit. Ich mag den total. Mit Ekaterina hat sich nicht so gefreut, mit ihm zu tanzen, ne? Ja, fand ich übrigens richtig dreckig. Alle anderen machen richtig übertriebenes Overacting. Ja. Wow, Random XY, ich bin mit dir, ich habe mir so krass gewünscht, wie heißt du nochmal? Ja. So, weißt du, es war so, vor allem bei Jessica Paschka, die sich gefreut, die hat so krasses Overacting gemacht. Ja, Wahnsinn, ja. Und da dachte ich mir so, Ja. Es war aber mit, wie Ekaterina reagiert, es war richtig unangenehm. Also wirklich, sie hat wirklich so, es war so, oh, wie, also wirklich. So hätte die von Schakal reagieren können. Hat sie aber nicht. So, sondern das war so richtig unangenehm. Es hat nur noch gefehlt, dass sie auf den Boden gekotzt hat und gesagt hat, ja, nee, kriegen wir schon hin. So. Und dann wäre Gil gekommen und hätte es aufgeleckt. Ja. fand ich richtig unangenehm. Dadurch ist es ist nicht meine Ekaterina. Nee, und das habe ich auch unter einem Beitrag von Ekaterina kommentiert. Ja, auf Facebook. Du kommentierst häufiger bei so Stars, ne? Ja, habe ich kommentiert. Und zwar, dass seitdem diese Gerüchte mit Gil und ihr aufkommen, ich sie auch nicht mehr so geil finde. Ist so, ne? Ich fand sie früher richtig geil. Ich habe gesagt, richtig hübsche Frau. Und seit ich weiß, sie ist so Ehebrecher, Schlampenluder, wird vermutet, ja. Dann fand ich sie dann auch nicht mehr so heiß, muss ich sagen. Ja, es nimmt, also wirklich, daran sieht man wieder, Charakter oder vermeintlicher Charakter zieht tierisch runter. Sind wir so schön. aber das mit Ingolf Lück da, das war auch richtig unangenehm, das zu sehen. So, oh Mann, ich habe letzte Staffel gewonnen. Ja, genau. Und gerade deswegen, weil sie die letzte Staffel gewonnen hat, hätte sie doch jetzt sagen können, so what? Ich habe das Ding gewonnen, jetzt rock ich mit ihm hier, jetzt habe ich mal eine richtig geile Spaßnummer hier. So. Nee, wollte sie nicht, sie wollte wieder gewinnen. Ja, genau. Sie wollte am liebsten, wer ist denn hier der Favorit? Jimmy Blue Ochsenknecht oder sowas. Ja, genau. Ja? Nee. Ja, dann gehen wir nochmal zu Jimmy Blue Ochsenknecht, obwohl da noch Thomas Hermanns vorkommt, ist aber egal. Jimmy Blue Ochsenknecht, wie fandst du das denn als der Joker gesagt hat, findest du nicht übrigens auch, dass Viktoria Swarovski so ein Joker-Lachen hat, wie Michelle? Ja, sie versucht, haben wir ja schon angesprochen. Silvi van der Mais 1:1 nachzumachen, ja. Ja, die Maiskanone, aber jetzt hier mit Olli Geissen nochmal als Zwischen, war sehr erfrischend. Ja. Und da fand ich auch krass. Aber Olli Geissen,
macht es seit, glaube ich, 400 Jahren. Den kannst du bei einer Beerdigung hinstellen, der moderiert dir das weg. Das der macht das, oder? Der auch Kio morgens. Ja. Ich habe den ja mal am Hamburger Flughafen getroffen. Ja. Und da war der in diesen, rauchen darfst du am Flughafen jetzt an so kleinen Telefonzellen. Ja. Und da stand er alleine stand drin, ja. Und hatte so richtig krass verquollene Augen. Ich dachte, er sah so ein bisschen aus, kennst du, hast du Total Recall mit Arnold Schwarzenegger gesehen? Am Ende, wenn die keine Luft mehr kriegen und die Augen so raus, so sah er aus. Ja, oder bei Roger Rabbit, der, ja, der eine der Platz am Ende. So, ne? Das ist, ja. Genau, so sah er aus, und aber er hat das gut gemacht, er hat sympathisch gemacht. Ich fand nur krass, dass alle dann sagen so, ja, er macht das viel besser als Daniel Hartwig. Ja, komm, das kannst du nicht sagen. Ja, aber es schreiben die Leute und ja, viel besser als mit Daniel. Ach. Vielleicht, oder Daniel und er im Doppelpack und dafür Viktoria Swarovski raus. Ich finde ja ein Moderationsduo von zwei Männern grundsätzlich nicht verkehrt. Fände ich auch nicht schlecht. So wie Joko und Klaas oder so, wenn die das machen würden. Das fände ich oder cool. Andi und Chris. Oh, glaubst du, das würde funktionieren? Wir beide? Ja. Es würde alles funktionieren bei uns beiden. Alles. Und das meine ich ernst. Ich wollte aber darauf hinaus, dass Viktoria Swarovski gesagt hat, dass alle ihre Freunde so neidisch sind, dass sie mit Jimmy Blue Ochsenknecht hier stehen darf, weil alle in Jimmy Blue Ochsenknecht verliebt sind. Jetzt frage ich mich, was hat Viktoria Swarovski, was hat die für Freundinnen? Ja, die hat wahrscheinlich gar keine Freunde, weil die würden ja sagen, hör auf, das zu moderieren. Aber ich meine, so schlimm finde ich es nicht. Und sie hat sich auch verbessert. Aber würdest du dir das geben als so eine Milliardenunternehmenserbin? Ja, weil ich Bock drauf hätte, ja. Ja, echt? Aber ich wollte doch jetzt einfach fragen, würdest du mit Jimmy Blue Ochsenknecht schlafen? Als Frau? Na, oder als Mann, nee, das ist mir doch egal. Also ich finde den Vater von ihm mega unsympathisch. Ja. Auch von Optik her ist überhaupt nicht mein Fall. Also ist überhaupt nicht mein Fall. Ja. Und dann müsste ich sehe ihn halt in ihm drin. Also, ne? Was der für starke Gene haben muss, dieser Ochsenknecht. Der setzt sich durch, ja. Er setzt sich ja bei dem Bruder noch mehr durch. Bei der Schwester setzt er sich auch übertrieben. Ja, das ist traurig für die Schwester. Das ist ganz große Grenze, ne? Wie alt ist denn Viktoria Swarovski? 18? Ich weiß nicht. Mir hat mal einer erzählt, Anfang 20. Ich dachte, die wäre 40. Wie alt ist sie denn? Wie? Die ist Anfang 20? Ich weiß nicht, wie alt sie ist. 100 Pro ist die Anfang 20. Echt? 1000%ig. Krass. Wisst ihr, wie alt sie ist? Dann kommentiert doch mal. Nee, aber ich glaube, die ist 18, 19, so alt wie die Lochis, würde ich jetzt sagen. What? Ja. Hättest du gedacht, die ist älter? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Also wer aber definitiv 100 ist, ist Thomas Hermanns. Und Thomas Hermanns ist auch einer der Favoriten. Ich glaube auch, dass bei Thomas Hermann sehe ich ihn halt immer ständig in dieser ABBA-Montur. Ja, ja. So ABBA-Montur und dann Quatsch Comedy Club und sowas, ja, genau. Und dann geht's ab, aber mir ist er super sympathisch, ja. Ist er. Also, findest du aber Menschen sympathisch, die das, wenn die den Mund aufmachen, dass die immer feuchte Zähne haben und immer Spuckefäden sind? Thomas Hermanns ist so, dass wenn der den Mund aufmacht, der hat immer feuchte Sachen vor dem Mund. Immer. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Nee, mir ist er recht sympathisch. Mhm. Der ist in der gleichen Kategorie wie Jörg Uecker. So in der Kategorie. Wer ist denn Jörg Uecker? Kennst du nicht? Der früher Schillerstraße gemacht hat. Ja, doch. Lindenstraße auch, ne? Ja, genau. Ja. Jörg Uecker, ich dachte, du verwechselst ihn mit Ingolf Lück. Auch homosexuell. Ja. Wie ich, oder warum zeigst du auf mich? Nein, wie Thomas Hermanns natürlich, Mann. Nicht wie du. Das dürfen wir doch nicht sagen. Nee, aber ein Superstar wie Matthias Maggiapane vielleicht. Oder wie du ihn genannt hast. Nee, bei Thomas Hermanns stört mich das nicht mal so. Das heißt... Weil er es nicht so raushängen lässt. Weil er es nicht so raushängen lässt, weißt du? Bei anderen schon, oder was? Na, bei Maggie Apane schon. Der hat es. Thomas Hermanns ist ein normaler Mensch. Das kannst du nicht sagen. Und andere Schwule sind nicht normal, oder was? Jetzt drehen wir ja keinen Strick draus. Habe ich jetzt gemacht. Erzähl doch mal, was hast du für ein Problem mit Homosexuellen? Dein Schild guckt hinten raus. Ich habe kein Problem mit Homosexuellen, sonst könnte ich die Sendung hier nicht mit dir machen. Dann sind wir jetzt bei Jimmy Blue. Na, hatten wir doch schon. Da habe ich doch gefragt, ob du den cool findest. Ja, was habe ich gesagt? Spur nochmal zurück. Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Aber ich würde dich jetzt gerne mal fragen, ob du mit Charlotte würdig würdest. Nee, das ist mir zu moppelig aus dem Fernsehen. Nee, Ey, wenn Sido dir auf die Fresse haut, das ist verdient, ey. Der. Sido, Promi-Box, ich fordere dich heraus. Hast du Sidos Film auf ARD gesehen? Ja, Kunst, ne? Der war super, ey. Mhm. Boah.
Glaubst du, er hat sich schon wieder ausgegraben aus dem Loch, in dem er versinken wollte? Was hat sie übrigens gesagt? Sie hat doch in der ersten Folge gesagt, wenn sie, bis wo muss sie kommen, dass Sido da steckt? Ist ja ganz klar so ein Ding, wenn ihr Sido sehen wollt, lasst mich bitte weiter. Oh, echt? Findest ja, hat sie so? Gesagt, ja. Wie findest du sie denn? Ich finde sie, ich kannte sie früher, als sie noch nicht mit Sido zusammen war. Woher kennen wir sie? Die hat irgendeine Quatsch moderiert auf TAF und so eine Scheiße. Ja, ich kenne sie nämlich auch ganz doll. Ja, ja. Kenn ich sie. War sie auch Viva-Moderatorin? Nee, glaub nicht. Aber nee. Die war auf TAF eine große Nummer und so. Ja. Und dann hat sie gesagt, so ja, ich mache jetzt dann doch nur noch Ehefrau von Sido. Ja. Und jetzt will sie, jetzt tauscht sie die Pantoffeln, hat sie so in ihrem Motto geschrieben. Ja. Ich tausche jetzt die Pantoffeln wieder mal gegen Fame, Tanzschuhe. Geld und Sex. Ja, und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie so verzweifelt zu Hause saß und gesagt hat, so, ja, siehst du, ich habe jetzt zwei Kinder für dich gekriegt, du lässt mich gar nicht mehr raus, ich will auch mal wieder was machen, es reicht mir nicht, dass ich im Palast wohne. Und dann hat er gesagt, so ja, gut, okay, dann geh doch zu Let's Dance. Das ist die Höhle der Löwen. Ich weiß gar nicht, hat die Höhle der Löwen eigentlich ein Intro? Ich dachte, du hast es gerade gemacht. Ja, war es ja auch. Das ist die Höhle der Löwen und das ist Judith Williams. Ja, Judith Williams, man kennt sie aus, die Höhle der Löwen, ist jetzt von der Business Lady aufs Tanzparkett umgeschoben. Und auch eine der Favoritinnen. Ja, weil sie das so sehr liebt. Sie liebt es sehr. Weißt du, was wir bei Judith Williams Ich spüre so eine Kälte bei Judith Williams, wenn du über sie redest. Was ist los? Bei Judith? Nee, ich finde sie eigentlich recht sympathisch. Okay. Die kommt ja auch gut an bei den Leuten. Ja. Aber mir ist aufgefallen bei Judith Williams, die antwortet auf Fragen immer ganz, ganz besonders. Ja? Ja. Frag mich mal irgendwas. Und ich zeig dir, wie sie antwortet. Okay. Liebe Judith, was hast du denn heute Morgen zum Frühstück gegessen? Essen. Als ich das erste Mal gegessen habe, da saß ich in Rom an einem kleinen Tisch. Ja? Und habe auf die Riviera geschaut. Ja. Und war sehr, sehr glücklich. Kannst du die Hand wegnehmen, Judith? Nee, sie würde das so machen. Sie würde das so machen. Und was schwitzt du denn so? Bist du nervös? Nee, vom Tanzen noch. Und ja, die antwortet immer sehr ausschweifend. Und am Ende weißt du dann immer gar nicht mehr, was du überhaupt gefragt hast. Ich erzähle dir von der Riviera, du sagst, was habe ich denn eigentlich gefragt? Judith, bist du eigentlich Fan von Lass mal reden? Als ich das erste Mal Lass mal reden gesehen habe, da war es ein grauer Sommermorgen. Ich saß da an meinem Laptop. Ja, wir haben es verstanden. So, bist so. Du, aber gewinnt sie das Ding? Puh, ist ziemlich gehypt. So. Ich weiß nicht, hat die Leistung ist okay, aber ich glaube, es reicht nicht zum Gewinn. Aber da ist noch keiner, der, wo ich sage, es ist Gil-Niveau. Ich glaube, Gil ist jetzt der Maßstab. Ja. Glaubst du nicht? Ja, es war vor allem für Ekaterina Lange der Maßstab. Wie findest du eigentlich die Klamotte, die da immer anhaben, so die Tänzer? Wie würde es bei dir aussehen, wenn du das so trägst, richtig, so die Hose bis unter richtig, die Brust? Richtig gut. Ich glaube richtig auch, gut. Bei mir würde die Brust halt drüber hängen. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm dann. Ja. Ja. Naja, wieso? Ja. Naja, ist halt so. Wenn ich Oberkörper frei mit so einer Hose, dann würde ich aussehen wie Obelix. Wie Obelix, ja. 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 Hast du auch ein bisschen was von dem? Ja. Darf ich dein Idefix sein? Wir hätten jetzt noch, Mensch, jetzt haben wir schon über den Kandidaten auch gesprochen, der in der zweiten Folge rausgefallen ist. Dann können wir eigentlich auch über Tina Ruland reden. Ja, über Tina Ruland. Was fällt mir dazu ein? Findest du gerechtfertigt als erstes raus? Ja, ist gerechtfertigt. Ja. Tina Ruland, was war das nochmal? Tina Ruland kennt man aus Manta Manta, einem Film von 1980. Ja. Und seitdem? Playboy 3-4 Mal? Let's Dance. Single Spuck. Ja. Tina Ruland ist raus. Ja. Ich fand die immer ganz hübsch. Also aber damals in Manta Manta. Genau, ich auch. Fand die damals in Manta Manta ziemlich nice. Die hatte so ein Sexappeal. So Brust auch richtig. Richtig Brüste hatte ich, sie. Ich wollte, habe ich gar nicht gemeint. Ich meinte so. Ja, aber ich Charakter. Schon. Ich schon. Ich Charakter. Mag, ich find, bist du der Po- oder der Brusttyp? Ich bin voll der Brusttyp. Ich verrate das gar nicht hier. Wieso denn nicht? Ja, also, Tina, also der Brusttyp. Ja, Tina Ruland raus. Hier auch neulich rausgefallen in der zweiten Show. Fandst du gerechtfertigt? Fand ich übertrieben gerechtfertigt. Ja? Ja. Ja. Ging gar nicht. Aber ich glaube, irgendwas mit Lambi, da muss irgendwas gewesen ja, sein, weil der hat ihn übertrieben runtergegangen. Ja, genau. Und dann haben die Zuschauer auch nicht für den Kandidaten angerufen. Für den haben sie nicht angerufen. Mhm. Und das war, fand ich, sehr traurig. Ja. Auch die Partnerin oder Partnerin. Ja, Partner, also der Tanzpartner. Der Tanzpartner kann man so neutral sagen. Geschlechtsneutral sagen. Kann man einfach so sagen. Die fallen mir jetzt auch die Namen nicht ein. So, aber die tat mir auch leid. Ja. Weil die hat alles gegeben die ganze Woche über. Fand ich super. Ja, er auch. Ja. Ja, also beide. Die, also beide zusammen ist ein bisschen schade. Ja. Aber so ist es manchmal im so Leben. So ist es, so ist es. Wer gewinnt denn das Ding? Du hast ja so eine geheime Liste immer. Du hattest schon bei Germany's Next Topmodel eine geheime Liste. Du hattest bei Bachelor, Bachelorette. Du hast immer geheime Listen. Ich hab immer ist auch der Wer gewinnt? Oh, also wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, wer gewinnt,
gebe ich euch noch die Chance, nicht gespoilert zu werden. In 3, 2, 1, Judith Williams gewinnt es. Oh, schön. Die hat es nämlich gekauft. Die hat es gekauft, ja. Gut, damit habt ihr euren Gewinner. Mein Gott, das ist wahrscheinlich die längste Vorlage aller Zeiten. Wir sind jetzt bei 4 Stunden und 22 Minuten, zumindest in der Aufnahme. Ja, ja. Wollen wir trotzdem noch schnell gut machen? Unbedingt. Was ist denn so passiert? Was sind denn so deine Highlights? Meine Highlights sind auf jeden Fall die Wahl in Russland gewesen. Ach, da war eine Wahl? Eine Wahl. Und da gab es ja so geile Bilder von den Überwachungskameras. Hast du da mal was gesehen? Habe ich gesehen. Hast du den einen Move gesehen? Den hat mich so direkt an Ocean's 11 erinnert. Mit den Ballons vor die Kamera. Ja, wie im Casino. Stark, ganz stark. Leute, sucht es bei YouTube oder wo immer raus. Die Wahl in Russland war richtig gut. Da war auch so ein Typ, der stand da, hat so einen Wahlzettel eingeworfen. Ja. Dann dreht er sich einmal im Kreis, während er sich dreht, holt er den nächsten Wahlzettel raus, schmeißt ihn rein, dreht sich nochmal im Kreis und holt ihn wieder rein. Vielleicht hat dafür jemand mitgebracht. Bestimmt. Der krank war. Ja, na dann macht es schon wieder Sinn. Dann macht's ich glaube, da ist alles mit rechten Dingen zugelaufen. Putin mit 76% gewonnen, ne? Ja. Hätte man nicht mit gerechnet. Ist für mich ein Schocker. Selena Gomez und Justin Timberlake, a.k.a. Justin Bieber, sollen schon wieder nicht mehr zusammen sein, habe ich gehört. Oh Mann, ey. Das ist eine richtige On-Off-Beziehung. Ich weiß nicht, Aber sie lässt sich trotzdem gut gehen. Ja. Wie viele Bilder von ihr gibt es auf so einer Yacht mit einem Bikini, wo sie einfach nur abchillt? Und sie zeigt auch ganz offen ihre Narbe von der OP. Sie eine OP? Sehr mutiger Schritt. Haben sie ihr Justin Bieber rausgenommen? Ja, was ist... Was ist dazu zu sagen? Mit wem würdest du lieber? Mit Justin Bieber oder Selena Gomez? Ich glaube mit Selena Gomez. Ja, ich auch. Es ist eine schwierige Wahl, aber ich glaube auch Selena Gomez. Ja. Hast du direkt daran gedacht, wer mehr Instagram-Follower hat? Nee, du? Ja. Wer hat denn mehr? Na, Justin Bieber, würde ich sagen. Ich glaube Selena Gomez. Oh, wir werden es nie erfahren. Und dann noch unser WM-Held, unser Schweini, hat Nachwuchs gekriegt. Nein. Ein Ferkelchen im Schweinestall. Klein Luca. Klein Luca ist da, ja. Ein Schweinchen namens Luca. Ein Schweinchen. Wird auch die Mutter am Anfang des Films geschlachtet? Und das war bei Schweinchen namens Babe so. Wird die geschlachtet? Oh, das war ganz traurig. Krass. Alle Schweine fressen weiter an dieser Station, wo Milch rauskommt. Nur Babe geht nach vorne und sagt, Mama. Aber auf jeden Fall wollen wir unserem lieben Schweini gratulieren. Er ist ja Fan von Lass mal reden. Ja, Gratulation, du bist Papa. Pass auf deine Schweinchen auf und bleib uns weiterhin treu. So wie alle anderen, die uns treu bleiben können und die unsere Videos liken, die unsere Videos abonnieren und teilen und mit ihren Freunden durch die Welt schieten und schießen. Und den lieben Chris vergöttern. Gibt es Leute, die mich vergöttern? Ich glaube schon. Ja? Ja. Geil. Weißt du, wie die sich grüßen? Die sagen zur Begrüßung meistens. Shine on. Hier, stopp, noch nicht abschalten. Es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar sollen wir sagen, dass du dich einer Geschlechtsumwandlung unterziehst oder sollen wir offen lassen? Also, es hat sich ein bisschen, beziehungsweise es wird sich ein bisschen bei uns was ändern. Lass mal reden, wird jetzt quasi ein bisschen kamikaze-mäßig. Ja, ein bisschen kamikaze-mäßig. Wir wissen selbst noch nicht genau, wie es weitergeht, aber es geht definitiv weiter. Wir haben tierisch Bock. Es läuft besser denn je mit dem Kanal. Ja. Kann man so sagen. Aber es geht bergauf. Genau. Aber vielleicht nicht mehr so regelmäßig jeden Samstag. Dafür vielleicht dann zweimal in der Woche. Vielleicht einmal 4 Monate gar nichts. es wird auf jeden Fall spannend. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, uns gibt es. Uns wird es ganz lange noch geben. Und ja. Nächste Woche ist Ostern. Da suchen wir unsere Eier selber. Warte, ein Knaller. Da kommen wir nicht, aber vielleicht dann schon die Woche drauf mit ein bisschen Veränderung. Wer crazy, weiß. Crazy. Warum es Veränderungen gibt, dürfen wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten. Mm. Wird aber passieren. Mm. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Der Tipp heißt,